Ich bin Konstantin Ristel von der Firma Blinkit und wir machen eine Plattform, mit der Trainer oder eben Schulungsorganisationen dann nach einer Präsenzveranstaltung noch ihre Teilnehmer weiter begleiten können. Und für uns ist es auch jetzt ein schöner Anlass hier zum 25. Jubiläum, denn wir haben auch ein kleines Jubiläum. Wir sind das dritte Mal nun hier und das werden wir am Ende der LearnTech auch sicher bei einem kühlen Getränk oder einem schönen Tee feiern. Und es ist schwierig zu sagen, was die eine größte Sache ist. Ich glaube, was wir oft übersehen, sind die kleinen Dinge, die sich ändern. Also unsere ganzen kleinen Helfer, Laptops, Tablets und Smartphones, die haben wir so selbstverständlich jeden Tag mittlerweile bei uns, dass das die Art zu lernen auch prägt. Ich habe es immer dabei, ich kann immer lernen. Und ich glaube, das wird uns auch die nächsten Jahre noch sehr beschäftigen und nimmt auch hier Einzug auf der LearnTech, dass immer mehr auf mobile Geräte geht oder eben Cross-Plattform überall hin. Also Mobilität und auch es auf allen Geräten einfach machen zu können. Ich könnte an meinem Arbeitsrechner arbeiten, auf dem Smart-TV, auf dem Smartphone. Und wenn ich da ein lückenloses Lernerlebnis für den Lernenden schaffe, dann habe ich was ganz Großes gewonnen. Was hier sehr interessant ist für uns, dass wir zum einen Entscheider der Personalentwicklung treffen, als auch eben Didakten, also Trainer, die wirklich was umsetzen. So bekommen wir immer einen ganz guten Überblick, was gerade so aktuell ist, was gewünscht wird. Und wir schließen natürlich auch gute Kontakte, die wir dann nach der Messe auch noch weiter mit in unsere Idee einbinden können.